Thorsten Fink gegen Mike Büskens. Ein einziges Trainerduell, 14 Jahre her. Fink als HSV-Coach hat das damals 1:0 in Fürth gegen Büskens gewonnen. Als Spieler ziemlich pari die Geschichte. Und jetzt stehen sie sich erstmals als Chef zweier Wiener Auswahlen gegenüber. Austria gegen Rapid, das erste Saison-Derby. Gleich geht's hier los. Ja, ist ein bisschen kurz geraten. Rückpass von Dibon. Kämpfte Geschichte hier, versucht der Ball in die Tiefe. Und Tröstersson auch, der dann in die Richtung wieder machen will. Mucinic da hinten. Schock gegen Filipovic. Das ist das Duell. Schramme gegen Venuto, der da auch ein bisschen vorsichtig, also übervorsichtig, was zu Werke geht. Mocinic. Verlagerung für Schaub. Die drückt da mit vier Mann vollem Tempo mit auf. Pavelic. Und Mocinic. 23 Jahre jung. Schaub fast noch ein bisschen jünger aus sogar. Aber einer, der vor allem bei seinem Startdebüt unter der Woche gegen Schotzina wirklich geglänzt hat. Dauernd schnellen Ballvorlagerungen und immer mit entsprechendem Speed unterwegs. Der 26 auf der anderen Seite legt sich etwas anders an, nämlich Raphael Holzhauser. Das ist der junge Ungar Santo. Coyote sportet derzeit fast ein bisschen solo hier in Pressing-Manier. Und dann kommt die Unterstützung von Pires spät und dennoch erzwingt die Austria hier einen Ballverlust. Windbichler. Lassen. Rapid presst nicht so energisch an der Anfangsphase drauf, steht aber hoch heraus. So, 1:1 bei den Ballkontakten am Fuß, bei den Torhütern. Nochmal einmal ins Aus und jetzt Nationalgoalie Almadetto. Interessant eigentlich, dass die Austria den Münzwurf gewonnen hat, in Person von Alma sich die linke Seite ausgesucht hat. Da scheint ihm die Sonne genau ins Gesicht.
dann schlussendlich kein Foul. Schwanne. Abseits, ja. Gustafsson steht da klar vorne. Und auf der anderen Seite, da liegt noch Larry Coyote. Die Abseitsposition klar. Gustafsson merkt es zu spät. Das noch einmal diese Aktion hier. Naja, steht Mocinic einfach nur dort. Ich habe jetzt auf die Beine geschaut. Ah, da stoßen die beiden mit den Köpfen zusammen. Das schmerzt, aber kein Foul für mich. Aber Mocinic gegen Coyote, die treffen sich beide an der Schläfe. Seine Mannschaft fast wie erwartet, sehr, sehr aggressiv in der Anfangsphase, sehr, sehr engagiert. Bewegung gefordert vom so, da haben wir es einmal. Da stoßen sie mit den Köpfen zusammen, da kracht es kurz. Coyote wird draußen behandelt und die Partie kann weitergehen. Dann stehen die genauso noch den halben Meter im Feld herinnen, dass Schiedsrichter Drachter das Ganze noch nach außen mahnen muss. So, jetzt hat wieder Alma 2-1 die Nase vorn. Rapid, sondern kontrolliert stellt man sich auf, aber eben doch entsprechend draußen. Wir schauen nochmal schnell auf die Aufstellung. Alma im Tor, Larsen, Windbichler, Filipovic, Marcinko. Der Abwehr, klar die Viererkette mit Venuto, Serbes, Polzhauser und Pires sowie Coyote und Friesenbichler. Der geht auch tief, aber abseits. Schwellington. Ich glaube, auch diese Entscheidung richtig. Er nickt einmal ganz zuversichtlich. Ja, dürfte stimmen. Da ist der Stefan Kür, der zweite Assistent drüben. Hat er schon ein bisschen was getroffen, aber die waren allesamt korrekt. Von Schwellington. Im Europacup gegen Chelsea, gegen Kazan. Und dann noch einmal Rapid mit Novotime Tor. Mit Benuto. Bringt da den Ball noch gefährlich herein, aber auch hier geht die Fahne hoch. Der Kopfball von Coyote an die Querlatte. Aber auch das. Abseitsposition, auch das richtig gesehen. Roland Brandner, der Kollege auf der anderen Seite, spielt da auch gleich hochwertig mit. Also es geht auf jeden Fall wieder mit dem Kopf bei Larry Coyote. Seite frei bekommen, aber Flanke nein, die taugt nichts. Erster Eckball in diesem Derby.
Fall für Arnór Traustason. Schösswend da vorne mit dabei, hat einen Manndecker. Traustason. Hopp! Nichts zeigt er. Gut gestanden, Schiedsrichter Trachter. Und da läuft der Konter über Pires. Und der passt gut, Kayode gut gestartet. Ein bisschen zu wenig Geschwindigkeit der Ball für einen guten Abschluss. Man muss er warten. Kracht's im Rapid-Sektor. Und jetzt schauen wir nochmal genau hin, Traustason. Steht er ihm da auf den Fuß hinauf, Holzhauser. Ganz eindeutig war es hier noch nicht zu sehen, aber es könnte gut sein, jetzt vielleicht. Ich glaube fast, dass er ihm da auf den Fuß hinaufsteht. Und ich würde meinen, das war ein Elferfoul. Der ersten Lupe war es nicht ganz klar, hat man es besser gesehen. Ganz enge Geschichte. Zentimeter ist Holzhauser da, glaube ich, auf dem Fuß von Traustason gestanden. Und wenn der Schiedsrichter auch gut steht, heißt vielleicht nur 10, 12 Meter weg, ist das allemal weit genug, um sich da bei seiner engen Geschichte zu täuschen. Boah, da wird aber Schwellington auch ordentlich geklammert in Ringermanier von Filipovic. Ja, so geht das nicht. Das ist auf alle Fälle auch ein Elfer. So geht das beim besten Willen nicht. Ich kann nicht den Mittelstürmer im Fünfer drin einfach mal zuklammern. So, die Assistenten, die waren hier schon absolut David tauglich. Jetzt muss Oliver Trachter schauen, dass auch er dauernd ins Match findet. Dazwischen. Schopp. Sieht gut aus für Pavelic. Schopp. Traustason, der wird etwas zu kurz. Darum geht sich hier kein Schuss mehr aus, der nicht zu blocken gewesen wäre. Lassen bekommt hier den Fuß noch hin, darum gibt es wieder Eckball für Rapid. Das war Kevin Friesenbichler, der ganz hinten mit ausgeholfen hat. Jetzt fällt er beim Konter vorne. Kayode, fein vorbei an Schaub. Pires kreuzt, aber da hat er sich schlicht dann einfach selber gestoppt. Ja gut, aber es hat ein bisschen gedauert. Lassen war da eine Weile frei zu sehen und da muss es ein bisschen schneller gehen. Der Ableger des Dänen war dann natürlich auch nicht mehr brauchbar. Santo. Schwab. Schnabel.
Also mit dem Fuß heute noch kein Großmeister, Jan Novota. Hinten Larsen geht mit vor, dann sind die Außen ordentlich besetzt. Es ist schon sehr beweglich, taktisch bei den Violetten. Larsen. Für Minuta oder man kommt da gut da hinein. Minuta und dann dauert das den Tick zu lange. Lukas Minuta. Zuerst, glaube ich, ein bisschen weg. Tut sich da weh im Duell mit Holzhauser war es. Okay, da sieht man es anders. Da war es ein Foul. Der Ellbogen von Holzhauser klar seitlich im Gesicht. Und auch das hier wäre zu pfeifen gewesen. Da sieht man es. Ja, eigentlich hier auch gut wahrnehmbar. Trachter schon noch mit Schwierigkeiten. 1-2 Elferszenen zugunsten von Rapid nicht geahndet, das ja auch nicht. Die Abseitsentscheidungen, die haben alle gepasst. Mit ähnlichen Schwierigkeiten. Also an glatten Fehlausschüssen, ich sag's mal so, oder glatten zu spielen nach vorne, haben jetzt beide zwei ordentliche Schnitzer schon zu bieten. Beide Torhüter. Ein bisschen kurz von Servest und dann Pavic. Schwab. Klar. Holzhauser im Konter mit dabei. Ja, da hat Santo ein bisschen unglücklich agiert. Larsen. Steht nur einer dort, steht eigentlich nur Coyote im Strafraum drinnen. Und der wird auch noch ganz fein getroffen von Larsen. Schösswender steht da so 1,5 Meter weg. Ja, es sind noch so ein paar Zuspiele bei den Rapidlern nicht wirklich gut. Auch dafür Schrammel zuerst ein bisschen in den Rücken gespielt. Das hier besser. So ist das Son. War jetzt schon auf Foul entschieden. Akustisch eine feine Sache. Ein satter Schuss von Rapid-Kapitän Stefan Schwab, der aber da schon zurückgepfiffen war. Variant dabei. Den nimmt er sich unkorrekt mit der linken Keule mit. Da wird natürlich
Minute getroffen, Mike Büskens. Sehr verhalten in Anbetracht der einen oder anderen mehr als unglücklichen Schiedsrichterentscheidung zu Ungunsten der Grün-Weißen. Holzhauser. Und jetzt Eckball für die Austria. So, Raphael Holzhauser. Schrammel schlampig, dann klappt es doch noch im zweiten Versuch. Mit Santo. Schaub. Oh, Schaub bekommt diesen Ball da, fast ideal vorgelegt. Pires patzt da hinten herum. Santo. Junger Ungar, 20 Jahre alt, von der Akademie gekommen, gegen Altach halbe Stunde gespielt, auch gegen Schotzina 10 Minuten. Gegen Chelsea beim der Stadion-Einweihung in der Startformation und heute erstmals auch in der Bundesliga. Gut ab mit Coyote, ziehen das ein bisschen auseinander vorne. Gerade noch so, Schrammel. Was will er denn sonst da machen? Larry Coyote als irgendwas in Richtung Doppelpass so zu versuchen mit viel Risiko. Der geht durch von Schaub für Pavelic. Litsch, aber der hat auch keinen Dampf. Ah, die letzten Zuspiele da waren ein bisschen problematisch. Wirklich neu, aber ein bisschen Geduld braucht er vielleicht. Mike Büskens hat auch gegen Schotzina nicht so von Anfang an wirklich gut funktioniert. Aber so etwa Mitte der ersten Hälfte, so wo wir jetzt stehen, da war es dann plötzlich deutlich besser. Mocinic, Schaub. Ja, und dann war es abseits. Spielt auch Schrammel da etwas zu scharf auf die Beine. Ja, sehr aufmerksam die Assistenten. Gehöre gegen Schösswetter. Viele Szenen dabei gewesen, in denen es der Austria gelungen ist, Coyote mit Schwung und Ball auf die Reise zu schicken. Das, obwohl Rapid keine Anstalten macht, da mit besonderem Pressing oder besonders viel Risiko schon gegen den Ball zu spielen.
Schaub. Da sind viele schlechte Pässe mit dabei im Offensivspiel bei Grün-Weiß. Vucinic, Schwab, Schrammel, immer Benuto fleißig zurück, der lässt sich da überhaupt nichts nachsagen, hilft immer defensiv sauber mit. Bisschen Ballglück hier mit von der Partie und das ist die Chance von Pavelic. So, mit ein bisschen Glück kommt er da wieder mit links zum Abziehen, mit links. Hat er zuletzt auch den Führungstreffer in der Europa League gemacht, unter der Woche am Donnerstag. Das wäre exakt dieselbe Minute gewesen. 26. getroffen gegen Schotzina und heute in der 26. Die erste gute Möglichkeit für Rapid in diesem Derby. Bei der Europameisterschaft gesehen haben, wie man köpfeln kann, wie wuchtig das ein Ronaldo kann, wie das ein Griezmann kann, mit Ellbogen weit unten. Dann wissen Sie, da muss keiner kommen mit natürlicher Bewegung, dass man mit den Händen auch so weit aufsteigt. Die sind nur oben, um sich ein bisschen Platz mit der Allfall zu verschaffen. Marcinko schickt da wieder Kajoli gegen Schösswetter. War er eigentlich schon im Ballbesitz und muss sich erst wieder mit einem Foul behelfen. Christoph Schösswetter bei seinem Derby-Debüt hier heute nicht weniger als 5 Debütanten bei Rapid. Startformation Schellington, Trösterson, Santo, Mocinic und eben auch Christoph Schösswetter, der hier im Moment nur gezögert hat gegen den falschen Larry Coyote. Filipovic und Pires sind die Neulinge in Sachen Derby im Dress der Violetten. So. Austria, vergangene Saison, beste Mannschaft bei Standards, Holzhauser. Für Venuto. Viel Laufarbeit, viel Engagement in dieser ersten Derby-Hälfte. Noch nicht wirklich überzogen, viel Klasse, viel Tempo mit dabei und viel Fehlpässe. Kurz abgetaucht, die von unten.
Der Brasilianer bekommt das Foul. Stunde exakt um. Nochmal Raphael Holzhauser. Oder eben Binotto. Holzhauser. Der kommt schon gefährlicher und Christoph Schösswender zur Ecke. Ja, dass die Austria ihre Stärke bei Standards auch in dieser Saison wird immer wieder ausspielen können. Damit ist zu rechnen. Es gab so entscheidende Ausfälle natürlich Gorgon, der Mann, der für die Elfmeter zuständig war. Da müssen wir dann noch schauen. Da gab es ja zuletzt schon ein bisschen sozusagen Prioritätsdiskussionen. Wer macht die Geschichte? Holzhauser oder Venuto? Schlussendlich hat der Brasilianer geschossen, aber die Standards hier, Freistöße, Eckbälle, die gehören Holzhauser. Venuto. Ja, es war zulässig und sauber gemacht von Schaub. Das war zu wenig. Venuto gegen Dibon. Das macht er clever. Kapitz, Innenverteidiger. Schwab, der Pass da, kein Abseits gegen Trösterson. Aber da bietet sich keiner von der Alternative jetzt hinten an und darum im Rückraum kein Schwab, der war gerade schnell gesprintet. Auch Mocinic hängt da eigentlich weit zurück. Man hat überall manchmal das Gefühl, dass der Rasen ein bisschen stumpf ist. Pässe verhungern ein bisschen. Vielleicht kann uns das der Helge ja dann in der Pause erklären. Bewässert wurde schon. Und Pavelic! Oder Trösterson war es. 23, nicht die 22. Arno Trösterson macht sein Pflichtspiel. Treffer Nummer 1 für Rapid gegen Robert Almer. Das hatten wir schon in Paris, das funktioniert jetzt auch hier in Wien im Happelstadion. Santaronga mit dem Assist und dann ist es hier, oh, Trösterson, der den Ball vorbei zirkelt, da noch an Windpickler. Ich weiß nicht, ob der vielleicht noch ganz leicht abgefälscht hat. Ich würde so sagen, auf alle Fälle hier keine Chance für Robert Almer im Tor. Nichts in der Nachspielzeit, nichts mit fast verwaistem Tor. Islands Neuerwerbung für Rapid mit der Führung hier im Derby. Zeit recht teuer zu erwerben. Akustisch war das ziemlich deutlich aus der
oberen Region hinterm Tor von dem Novotar auszumachen, also aus dem Rapid-Sektor, aus dem Gästesektor hier. So, dass sich diese Rapid-Führung irgendwie abgezeichnet hätte oder dass das dem Spiel heraus wirklich verdient gewesen wäre. Aber erinnern wir uns an die beiden Elfmeter-verdächtigen Szenen im Austria-Strafraum. So, das ist Schwellington. Der hat auch wieder einen Ellbogen im Gesicht von Filipovic in diesem Fall. So haben wir es aus. Da geht der Ellbogen hinaus, zack. Dann schiebt er sogar noch mal ordentlich nach. Da ist er schon gar nicht mehr dran am Gegner. Aber das ist absolut gelbwürdig, diese Attacke. Ja, das haben wir jetzt schon 3-4 Mal gesehen, diese Ellbogenattacken. Und das ist ganz normales Herdenverhalten, ich sag's einmal so. Wenn in so einem Match die Spieler merken, dass der Schiedsrichter das nicht ahndet, dann wird es ein bisschen forciert. Das war einmal der Treffer. Ganz sauber abgeschlossen. Santo mit seinem ersten Assist. Und dann hier Trösterson. Ich glaube nichts. Kein Ablenken. Einfach super geschossen. Einfach wunderbar getroffen. Ja. Vorbei noch außen an seinem Gegenspieler. Und da hat Robert Almer nichts zu halten. Ein Euro getroffen für Island gegen Österreich. Und der ÖFB-Auswahl definitiv die Heimreise verpasst. Und heute hier im Derby klappt es wieder. Erstes Tor für Rapid. Schwellington wieder da. Santo, Geschmack gekommen. Das ist der Murg-Ersatz, seine Reinnahme in die Startformation heute. Sicher die größte Überraschung, aber hat sich schon einmal ausgezahlt mit seiner Vorlage zum 1:0. Büstens hält überwiegend gemütlich sitzend auf der Betreuerbank, während seine Kentorsten Fink da seine Coaching-Zone Zentimeter genau ausnutzt, fast durchgehend. Lassen. Rest lassen. Ja, die Auswahl darf jetzt nur nicht da sich zu sehr irritieren. Lars hat an sich gut gespielt, war vielleicht sogar etwas besser in der Partie. Coyote immer wieder in Position gebracht. Auch hier Riesenbichler. Und noch einmal.
Friesenbichler. Der Super Joker aber momentan gut in Form. Darum, es gehört im Vorfeld natürlich auch wieder sein Trainer Thorsten Fink, der auf ihn setzt. Dieses wichtige, späte Ausgleichstor erzielt den Turnover und schlussendlich auch noch den, im Elferschießen den letzten ganz cool verwandelt. Also sowas nimmt man einen Lauf und dann ist das eigentlich die beste Empfehlung für so ein Match, für ein wichtiges Match für ein Wiener Derby. Mocinic mit der Hand schießt den Ball da weg. Und dann kommt hier Trösterson mit. Ah, einmal muss er sich den Ball da kurz herrichten und dann ist er weg von Trösterson. Liegt da. Und da wird jetzt gleich die medizinische Abteilung hereingewinkt. Was ist da genau passiert? Trösterson, da nimmt er ihn kurz an. Position schwer zu sagen, wie gut da der Ball spielbar war oder ob er dann nur zuerst in Trösterson hineingelaufen ist von hinten. Pires, es schaut fast so aus. Es schaut fast so aus, als wenn das hier glattes Foul war. Ja, da ist wieder schwieriger. Da schien es wieder so, als wenn Pires schon vorne war und Trösterson noch in ihn seitlich hineinläuft. So oder so eine unglückliche Situation im besten Falle. Da war nichts Böses mit dabei, aber seitlich hier schlussendlich Kollision mit Pires. Carsten Janker schaut schon mal, wo sind seine Leute? Ist da schon wer beim Aufwärmen? Wo sind die? Ball spielt er auch erst ganz spät, Pires. Aber das ist die eine Einstellung. Auf der anderen sieht man, dass er seitlich eigentlich näher am Ball schon ist. So, es schaut fast so aus, als hätte es den Torschützen heute hier etwas schlimmer erwischt in dieser Szene, seitlich am rechten Knie. Ja, da haben wir schon eine Anzeigetafel. Schobesberger steht da unten schon einsatzbereit. Raimund Hedl. Ich werde in der kurzen Hau was zu erledigen ist. Wie sehr, sehr unglückliche Geschichte, glaube ich. Das sieht gar nicht gut aus für Arne Ingwie Trösterson. Die Neuerwerbung von Norrköping. Klappt endlich mit dem Toreschießen für ihn. Und 10 Minuten später wird er hinausgetragen. Philipp Schobesberger neu in der Partie. Schobesberger hat da den Ellbogen draußen. Er hat nämlich ganz aufmerksam genug in der Szene. Wäre wahrscheinlich auch so vorne gewesen, aber erster Kontakt im Spiel. Galt nicht dem Ball, sondern dem Gegner. Friesenbichler. Ja, da war es jetzt für die Austria fast von Vorteil, dass der Rasen eben doch ein bisschen stumpf wird, dass die Bälle, Passbälle gegen Ende eben etwas langsamer werden, dass sich der
fast noch gut ausgegangen wäre für einen Schuss. So, es gibt hier natürlich ein bisschen was nachzuspielen aufgrund der Verletzung. 4 Minuten. Schobesberger. Auch immer gewechselt, die Rest, der da immer wieder mal dann auch rechts hinten aushilft, dann ist genug und links drüben. Jetzt einmal keine Eile vor der Pause bei Rapid. 1-0 die Führung. Diebon hilft damit beim Ballerkämpfen, ist da selber mal links vorne auszumachen. Christopher Diebon. So, weil Diebon da hinten war, sehr achtsam. Mocinic bleibt dann hinten als letzter Mann. Nummer 9. Ganz happy sein, Philipp Schobesberger, dass er zu Beginn dieser Saison mehrheitlich als Joker Verwendung findet. Verliert auch mal Mocinic einen Ball und dann hält er selber zurück. Nur eine Ermahnung für den Kroaten. Friesenbichler, dann mal weit zurück auf der Seite Pires. Servest. Benuto, Friesenbichler, Coyote. Und schlussendlich mit einem Stürmerfoul. Gefährlich, würde ich meinen. Das Offensivspiel bei der Austria mit viel Bewegung. Vielleicht könnten aus der zweiten Reihe noch etwas mehr Manpower mit nachrücken. Wird bei diesem Spielstand nach der Pause wohl auch dann so sein. Die Austria ist sicher nicht das schlechtere Team in dieser ersten Hälfte. Spielerisch der Chancen hat sich da keiner wirklich große Vorteile erarbeitet, aber wir erinnern uns an diese heißen Szenen im Austria-Strafraum, die wir uns bestimmt auch nochmal anschauen werden. Die Wiener Austria liegt zu Hause im Happel-Stadion gegen Rapid 0-1 hinten. Der Torschütze im Spiel, Arno Tröstason, ist nicht mehr mit dabei. Unglücklicher Zweikampf und wahrscheinlich eine doch herbere Verletzung im Knie. 1-0 zur Pause im 318. großen Wiener.
Ja, die ersten 45 Minuten sind also hier absolviert im Happelstadion und Rapid führt mit 1:0. Es war noch nicht das ganz große spielerische Feuerwerk, Helge. Wie beurteilst du jetzt diese ersten 45 Minuten? Ja, du sagst es richtig. Noch nicht wirklich ein Leckerbissen für die Fußballfans. Hüben wie drüben, Fehlpässe im Spielaufbau. Manchmal ganz gute Kombinationen, aber dann beim letzten Pass scheitert es einfach. Beide Mannschaft wirken noch. Ja, ich sage, ein paar Nachwehen sieht man noch von der anstrengenden Woche. Thomas König hat auch gemeint, vielleicht ist auch der etwas stumpfe Rasen schuld. Kannst du dem was abgewinnen? Nein, er ist gespritzt worden, aber es ist so heiß heute, dass er schon wieder ertrocknet ist. Und deswegen gebe ich Thomas König recht. Ja, der erste Aufreger gleich in der Anfangsphase in dieser Partie, nämlich eine Attacke von Holzhauser an Trösterson im Austria-Strafraum. Und danach geht es dann blitzschnell. Die Pfeife des Schiedsrichters bleibt nämlich stumm und dann... Da kommt er über Pires und Kajodi. Eine gute Chance hier für die Austria. Das hätte ein Tor werden können. Auf der anderen Seite hätte es Elfmeter sein müssen für Rapid. Ja, beides. Kajode muss hier noch nicht schießen, kann noch gehen. Und hier sieht man ganz genau, wie Holzhauser Trösterson am Fuß trifft. Wir haben da haben es ein bisschen vergrößert vorhin. Und deswegen kann man es auch ganz gut erkennen. Deswegen ein klarer Elfmeter. Trösterson, eine sehr auffällige Figur in dieser ersten Hälfte, nicht nur weil er das Tor geschossen hat, nicht nur weil er dann auch verletzungsbedingt ausgeschieden ist, sondern weil er auch zu den meisten Chancen gekommen ist oder immer beteiligt war, wenn die Rapidler in der Offensive waren. Ja, entweder liegt ihn Robert Almer sehr gut, aber man merkt, dass er richtig heiß ist. Er will sich hier bei den Rapid-Fans oder bei Rapid einfach gut präsentieren und er hat Qualität, das haben wir schon bei der Europameisterschaft gesehen und er setzt sehr gut um. Die Austria in der Offensive hat nicht allzu viel gezeigt. Es gibt eigentlich nur eine einzige halbwegs nennenswerte Chance für die Violetten. Eine Flanke von Strigger Larsen, da kommt Kajodi ganz gut zum Kopfball. Ja, er kommt zum Kopfball. Man sieht, Strigger Larsen flankt hinein. Ja, es sind drei Spieler vorne drinnen, aber alle hinten. Da sieht man es ganz genau. Die schauen zu. Irgendwie ein bisschen teilnahmslos. Man merkt jetzt nicht das große Feuer bei den Austria-Spielern heute. Ansonsten hat da nicht sehr viel stattgefunden in der violetten Offensive. Wir haben vor dieser Partie auch diskutiert über die Aufstellung, über das vielleicht neue System, das Thorsten Fink spielt, nämlich mit Kevin Friesenbichler im Zentrum, der angespielt wird und dann sozusagen verteilen und verlängern sollen auf die schnellen Spieler, auf Kajodi, auf Velut und auch auf Pires. Hat das nicht wirklich funktioniert, oder? Naja, die Austria versucht mit hohen Bällen ins Spiel zu kommen. Das ist auch Sinn des Ganzen heute, auch von Thorsten Fink. Aber sie haben es noch nicht geschafft, in zählbare Erfolge zu bringen. Wir haben was vorbereitet. Ich glaube, da kommt schon. Ja, da ist es. Sie versuchen im Spielaufbau nach vorzukommen. Sehr geduldig, sehr behutsam. Und wann da mal was frei ist, hauen sie den Ball nach vor. Friesenbichler als Zielspieler, und das haben wir vor dem Match angesprochen. Wenn er den Ball hat, versucht er ihn zu sichern und dann Venuto, Kajode und Pires gehen dann in die Schnittstelle und versuchen im Sprint nach vor zu gehen. Was hier ganz gut funktioniert, es passiert ja eine Halbchance, ein ganz guter Kopfball, aber zu wenig für die Austria. Zu selten. Ja, und auf der anderen Seite die Rapidler wieder mit einer guten Chance durch Pavelic, aber auch bei der Rapid-Offensive muss man sagen, dass auch ein bisschen viel auf Zufall aufgebaut war. Da hat er Ballglück gehabt und ist dann erst zum Schuss gekommen. Ja, das kann schon mal passieren. Ballglück gehört manchmal dazu. Glück hat meistens auch nur der Tüchtige. Und Rapid ist eine Spur zwingender heute. Ich merke ein bisschen mehr Einstellung bei den Rapid-Spielern. Und vielleicht sind die 120 Minuten der Austria ja auch ausschlaggebend dafür, dass sie heute ein wenig müder sind wie die Rapidler. Ja, und dann die 33. Minute, die 1:0-Führung für die Rapidler. Der Isländer Trösterson hat es gemacht und das war wirklich schön herausgespielt. Super herausgespielt, und da sind 5 Spieler mit nach vorgekommen. Man sieht, zwischen den Linien haben sie sich sehr gut anspielen lassen. Trösterson ist in die Schnittstelle gegangen. Santo hat sich super freispielen lassen, ist genau dorthin gegangen, wo Raum war, und Trösterson macht es perfekt, versucht ihn neben Windbichler vorbeizuschießen, weil da war es ganz, ganz schwer für Robert Almer dorthin zu kommen, weil genau dieser Schussweg durch die Sicht verdeckt war. Gibt es da auch einen Vorwurf an die Austria-Verteidigung, dass Trösterson da so frei zum Schuss gekommen ist? Ja, man merkt ja, wie sie sich hinstellen, wie sie im Strafraum versuchen, den Schuss zu blocken, aber da ist nicht der hundertprozentige Nachdruck, und das sehe ich am ganzen Feld.
nicht so bei den Austria-Spielern. Wenn sie das zweite Halbzeit nicht machen, dann heißt der Sieger ganz klar Rapid. Und Trösterson, der wird jetzt schon ein bisschen zur Reizfigur für Robert Almer. Der hat ihn jetzt schon in zwei wichtigen Spielen bezwungen, sowohl im Länderspiel gegen Island und jetzt auch hier im Wiener Derby. Aber er war chancenlos. Ja, war total chancenlos. So spielt es manchmal im Leben. Ich habe jetzt versucht herauszufinden, was er hat. Er hat einen Schlag auf das Knie bekommen, soll extreme Schmerzen haben. Aber wir können nur wünschen, dass es ihm bald besser geht. Ja, schauen wir uns diese Szene an, nämlich dieser Zusammenstoß zwischen Perez und Trösterson. War ein Foul dabei oder war es einfach unglücklich? Nein, es war kein Foul. Eine ähnliche Szene war damals 2006 von Steffen Hoffmann in Ried, wo er sich das Seitenband gerissen hat. Ich hoffe, dass das bei Trösterson nicht ganz so schlimm ist. Aber die Situation war ähnlich und ich hoffe es für ihn, dass es nicht so ist. Ja, also Daumen halten für Rapid, Daumen halten für Trösterson, dass da nicht zu viel passiert ist. Es sieht nach einer Knieverletzung aus. Das sind die ersten Informationen, die wir mal aus der Rapid-Kabine bekommen haben. Jetzt aber zur Austria, genauer gesagt zu Austria-Sportdirektor Franz Wohlfahrt. Der steht vor dem Mikrofon von Christian Dietorfer. Und der muss zur Pause eben mit analysieren, warum es noch nicht ganz so klappt bei seinen Violetten. Franz Wohlfahrt, es gibt ein paar Ansätze, die man von außen zumindest beobachten kann. Das Umschaltspiel schon gefällig, aber noch nicht so zielorientiert. Woran mängelt es denn noch? Ich glaube, es gibt grundlegend zwei Sachen, die ich beobachtet habe. Das ist in der Offensivabteilung, nützen wir zwar die Schnelligkeit, aber machen technische Fehler, sind dann überhastet und verlieren die Bälle zu früh. Das ist ein Grund. In der Defensivarbeit haben wir zu viel Platz den Gegner gelassen vor der Abwehr. Das heißt, die kommen ganz gut über die Seiten, das haben wir auch gewusst. Und die Bälle in den Rücken der Abwehr sind wir nicht besessen. Das macht es gefährlich. So ist auch dann das Tor gefallen, obwohl es sehr schön geschossen war. Aber dort gehören wir hin, sonst sehe ich nichts Gutes. Das ist auch schon das Stichwort, Franz Wohlfahrt. Werfen wir einen Blick auf diesen Gegentreffer, den einzigen in diesen ersten 45 Minuten. Welche Fehlerquellen machen Sie insgesamt aus? Der Platz ist zu viel für Trösterson. Er hat keinen Gegenspieler. Ja, und da muss man schon so sagen, dass es nicht jetzt unbedingt die Viererkette ist, die da den Fehler macht, sondern die defensive Mittelfeldriege. Lasst ihn frei. Er macht es zwar sehr schön, aber zu viel Platz. Holzhauser in diesem Fall. Was gibt es denn jetzt noch für Ansätze, um dieses Spiel noch zu drehen? Welche Herangehensweise würden Sie denn sehen, dass die Austria dann doch mehr Zugriff noch gerade offensiv bekommt? Das, was wir besprochen haben. Also offensiv ruhiger bleiben, den Speed nützen, aber dann ruhiger bleiben und defensiv natürlich keine Fehler machen. Natürlich wird es hohe Laufbereitschaft, das ist auch gefragt, ist klar. Aber wir haben in den letzten zwei Spielen zweimal das Resultat umgedreht und hoffe, dass es heute auch ist. Ja, bisher ja eine hervorragende Saison, perfekt aus den Startlöchern gekommen, das Playoff in der Europa League erreicht, auch vor dieser Runde von der Tabellenspitze geglänzt. Dieser Umbruch, den man da in der Mannschaft vorgenommen hat, wirkt sich denn wie positiv schon aus, die Stimmung, die Moral allgemein? Gut, es war jetzt nicht der große Umbruch wie vielleicht letzte Saison, Anfang der letzten Saison. Aber es ist im Fußball üblich, heutzutage es immer wieder Wechsel gibt, Veränderungen gibt. Die Jungs haben sich gut eingefügt, kann man sich nicht beschweren. Aber es ist, wenn wir jetzt gegen wirklich starke Gegner, so wie heute, sieht man schon auch, dass wir Probleme haben. Und das sind die besten Möglichkeiten, sich zu verbessern. Rosenborg-Trondheim, der Playoff-Gegner, um vielleicht noch an den großen Geldkoffer zu kommen in der Europa League, den Sie wie einschätzen? Wissen wir, dass Rosenborg vom Nordischen her, vom Typen her der Spieler sehr diszipliniert ist und kampfkräftig ist und auch taktisch hochgeschult. Und wir sind sicher Außenseiter, aber es ist nicht unmöglich. Wie entscheidend ist es denn, dass man in diese Gruppenphase kommt, um noch kaderpersonell etwas zu verändern? Roy Keat nicht im Kader, ist da schon alles abgeschlossen mit Maccabi Haifa und welche weiteren Zugänge gibt es noch? Na, es ist nicht abgeschlossen, der Roy ist jetzt aber in Israel, um ein paar Details noch zu klären. Von seiner Seite her, die Vereine sind sich einig. Ich gehe davon aus, dass das auch so passieren wird. Und ob wir jetzt reinkommen in die Euroleague-Gruppenphase oder nicht, wenn wir was machen, werden wir nichts Unüberlegtes machen. Das heißt, wir werden keine Panik-Einkäufe machen, das ist klar. Vielleicht schauen wir auch noch ein bisschen, um dann im Winter zu reagieren. Aber wird man jetzt schon reagieren auf einen Verkauf möglicherweise von Kehat? Und gibt es Anfragen für den einen oder anderen Spieler? Es gibt keine Anfragen für die anderen Spieler. Und ob wir reagieren oder nicht, entscheiden wir dann situationsbedingt. Es muss nicht unbedingt sein, wenn es passt, und zwar hundertprozentig passt, wenn wir überzeugt sind, dann werden wir das machen, aber sonst nicht. Dankeschön für diese Einschätzung, Franz Wohlfahrt. Danke, danke.
Ja, ehrliche und offene, selbstkritische Worte von Sportdirektor Franz Wohlfahrt. In der Offensive zu viele, vielleicht technische Fehler, und in der Abwehr schlechtes Verhalten, was die defensiven Mittelfeldspieler betrifft. Glaubst du, kann die Austria auf diese Fehler reagieren und das Match in der zweiten Hälfte noch drehen? Na, wie sie reagieren könnten, wäre die Person Roy Kehrer, der für mich bis jetzt in dieser Saison der beste Mann bei den Austrianern ist. Und ich glaube, wenn er verkauft wird, bricht er ziemlich viel weg, weil er ist ein unglaublich guter Spieler, wie er sich so jetzt in den letzten Monaten präsentiert hat. Da muss für mich die Austria handeln und etwas Neues holen, weil der Spieler ist bis jetzt der Beste. Also schauen wir mal, was da noch geht in den zweiten 45 Minuten hier im Ernst-Happel-Stadion zwischen der Wiener Austria und Rapid. Die Rapidler führen mit 1:0. In Kürze geht es weiter bei Thomas König. Zurück im Ernst-Happel-Stadion. Der Jubel von Mike Büskens. 33. Minute, seine Mannschaft geht in Front. Dares kommt da schon wieder fein zurück. So, eine Veränderung haben wir erlebt, notgedrungen. Schobesberg ist für den Torschützen gekommen, denn Arno Ingvi Trösterson hat sich 10 Minuten nach seinem ersten Treffer für Rapid vermeintlich schwerer am Knie verletzt. Also die Diagnose, die steht noch aus, aber es hat nicht gut ausgesehen. So, wir haben gehört, was da auch der Sportdirektor der Austria noch bemängelt hat. Tja, Effektivität vom Tor ist immer gefragt und ein bisschen mehr Kapital draus schlagen, was die Austria speziell der ersten Hälfte gezeigt hat. Das wäre notwendig. Die Austria braucht noch 2 Tore, um die Tabellenführung auch nach der dritten Runde zu behalten. Denn Sensationsteam aus Altach hält derzeit bei 3 Spielen und 3 Siegen. Da wäre dann ein X heute gegen Rapid zu wenig. So, wir haben es gesehen, es waren noch nicht allzu viele Chancen dabei. Und wenn wir diese Elfer-Szene mitnehmen, dann geht diese Führung für die Hütteldorfer auch knapp okay. Der letzte Wiener Heimsieg in einem Derby ist schon eine Zeit her. März 2015, damals hat die Austria 2:1 gewonnen. Der einzige Sieg letztes Jahr, der war auch hier im Happelstadion im Oktober eingefahren. Übrigens eine Partie, an die Robert Almer gar keine gute Erinnerung hat. Damals hat er sich nämlich in einem Duell mit Rosenik das Kreuzband gerissen. Das war im Herbst. Also Gott sei Dank bis zum Euro wieder fit geworden, aber das nimmt man mit als Erinnerung. Unguter Art. Von hinten lassen. Mocinic ein bisschen unachtsam, nicht ganz so intensiv wie am Donnerstag. Caioli geht da durch. Venuto schießt Schösswenter an, der macht das sauber, hat auch die Arme zwar vor der Brust, aber schön verschränkt. Da pfeift ihm niemand einen Elfer, wenn er den Ball an den Arm bekommen sollte. Wieder Minuto. Cicco. Holzhauser. Dann Schwedington, der ganz hinten mit aushilft. Schobesberger. Dann hat man mal ein bisschen gespritzt den Rasen zur Pause. So, da kommt er wieder zurück. Das ist schon einmal nicht schlecht. Das Knie zwar einbandagiert und er geht allein und ohne Krücken auf die Bank, will sich hier diese Partie zumindest atmosphärisch nicht entgehen lassen. So, und schauen, vielleicht war es ja schon das Goldtor, oder kommt hier noch was von den eigenen oder vom Gegner, von der Wiener Austria?
Chris Meyer. Aber da kommt nichts entscheidend nach. Auf der rechten Seite trabt nur alles hinten herum. Keiner macht Anstalten, da irgendwie mitzukontern. Das ist dann ein bisschen dürftig, wenn man auch noch hinten liegt. Das Larry Coyote. Ganz kurz sein Eindruck von dieser Szene. Ja, auch schwer auszumachen, aber ihn da unten wirklich trifft. Also so weit oben behaupte ich, hat er ihn nicht getroffen. Dann, wenn überhaupt, ganz unten beim Fuß. Sich dann 7-8 Mann auf diesen weiten Ball. Ja, der Austria versucht ein bisschen Druck zu machen. Jetzt hat Jan Novoda die Sonne im Gesicht. Da nehmen wir schon alles zurück. Robert Almer wird wohl auch genau wissen, oft genug hier gespielt in diesem Stadion. Zwar mehrheitlich am Abend, aber es war klar, dass sich hier vom Zeitpunkt her es sich für beide Torhüter unangenehm ausgeht. Aus unserer Fernsehsicht hier links im Tor zu stehen. Hat man die Sonne im Gesicht. Cinco, ne, der hat sich auf alle Fälle was vorgenommen. Der FD2 jetzt deutlich offensiver. Und das ist schon beeindruckend, dass die Umstellung geht sich so einfach nicht aus. Der Rasen ist wirklich langsam. Die Pässe speziell, wenn sie flach gespielt werden, die verhungern gerne ein bisschen. Probates Mittel wäre zum Beispiel ein bisschen schärfer passen. Das wissen die da unten selber am besten, aber das mit der Umsetzung gelingt eben nicht ganz so einfach. Servest. Der Patzer von Wendt Bichler. Schellington. Brasilianer eigentlich besonders erstaunlich, wie stabil der schon mit seinen 19 Jahren agiert und wie gut er auch versteht, seinen Körper einzusetzen. Dann Schobesberger und Almer. Philipp Schobesberger hat da plötzlich eine Riesenchance. Almer wollte zuerst schon kommen. Dann gezögert und dann gibt sich doch noch diese Top-Chance aus. Da kann er dann aber wieder mal unterstreichen, warum er Österreichs Nummer 1 ist. Ja, 7:3 Schüsse. In Richtung Tor gekommen sind dann 4:1, jeweils zugunsten von Rapid. Minuto. Zweimal Timo und dann erfolgreich gegen Pires.
Beat steht jetzt ein bisschen tiefer hinten drinnen. Wiesenbichler für Venuto. War jetzt nicht ganz so stumpf der Rasen, aber besser bewässert an der Stelle. Geht sich nicht mehr ganz aus für Lukas Venuto. Naja, das kann schon ein taktisches Mittel sein, natürlich von Mike Büskens. Und hier haben wir einmal diese Chance und diese super Parade von Robert Almer. Da ist er rechtzeitig mit dem Fuß noch draußen, der hält fein gepasst. Ganz große Chance zum 2:0 zunichte gemacht von Robert Almer. Ja, ich wollte sagen, kann schon sein, Rapid stellt sich ein bisschen tiefer hinein. Das verhindert dann, dass die schnellen Offensiven bei der Austria mit Tempo kommen können. Verhindert sich zur Gänze, machen es schwieriger dem Gegner. Und selber hat man ja auch noch was zu bieten im Punkt der Konterfußball, ganz zu schweige vom besten Argument für Konterfußball die Zeit für Grün-Weiß, nämlich der Spielstand. Marcinko. Christoph Marcinko. Schwab. Schobesberger, das muss alleine machen. Allein gegen Windbichler kommt keiner mit. Jetzt Schaub. Und gegen Venuto. Louis Schaub. Tut sich nach wie vor beim Torschießen in der Bundesliga deutlich schwerer als im Europacup. So ein Dutzend voll gemacht am Donnerstag gegen die Weißrussen. Torpedo Schotzina. Ist ja fast ein 50% Stürmer im internationalen Geschäft. Heute hier Louis Schaub. 105. Bundesligaspiel. 16 Tore bislang. Krahovac richtet sich her für einen Einsatz. Schrammel, der übrigens heute mit seinem 100. Bundesligaspiel im Rapid-Dress. Der war raus. Moment, Thomas Schrammel. 2009 bis 2011 eigentlich damals Top-Assistgeber bei Ried, dann ist er gekommen. Mittlerweile klar gesetzt auf links hinten, hat dann sogar zwei Jahre noch mal ein bisschen rechts sogar aushelfen müssen. Pavelic auf der anderen Seite. Die beiden Außenverteidiger mit Torerfolgen gegen Schutz. So, 18 aus dem Spiel. Tamás Santo geht. Und so dann Krahovac neu in der Partie. Ja, da holt er sich seinen verdienten Applaus ab. Und so hat er das Derby gespielt und vor allem er hat das Tor aufgelegt für Anna Tröstason. Darum führt Rapid hier seit der 33. Minute. Und das ist Schwab. Schrammel, rote Flanke hinein und im Bedrängnis gut gestört und dennoch setzt er den Ball gar nicht schlecht. Kapitän Stefan Schwab. Schobesberger, dänischer Patzer mit dabei und dann bringt hier
Filipovic den Ball nicht durch. Nochmal Filipovic. Ja, diesmal war es ein Foul. An Mocinic, der heute lange nicht so dominant spielen kann wie unter der Woche. Aber das ist natürlich hier auch ganz andere Aufgabe, ganz ein anderer Gegner. Zum zweiten Mal erlaubt er sich hier eine Attacke, die eigentlich in erster Linie dazu angetan ist, einen schnellen Gegenangriff zu unterbinden. Und wenigstens eine Verwarnung, dafür hätte sich der Kroate schon ganz redlich verdient. Dann gibt es den auch noch draußen, Alexander Grünwald. Gehört 15.270 Besucher. So, Filipovic geht jetzt da hinaus. Grünwald kommt. Innenverteidigung. Serbest ist jetzt schon mal da ganz hinten, letzter Mann. Schauen wir uns dann gleich genau an. Serbest. Windbichler. Holzhauser auf der linken Seite. Gleich ordentlich schnell zu machen. Etwas mehr Risiko gespielt. Christoph Marcinko vor einem Jahr von Hoffenheim leihweise gekommen, mittlerweile fix verpflichtet. So, jetzt ist also Grünwald da, Alexander Grünwald. Eine ordentliche Rechnung offen eigentlich mit dem Derby. In Summe wird das heute sein 20. persönliches Duell gegen Rapid. Noch nie getroffen, 12 von diesen bislang 19 Spielen, also mit dem heutigen 20, waren Davis eher da noch ohne Torerfolg. Anschauen, aber glaube nicht, dass das hier Elfer verdächtig genug war. Schöneto macht er ganz fein. Das macht er nicht unruhig. Das macht er in größter Bedrängnis. Technisch sauber, weiß genau, was er da tun kann, was er machen kann. Schwammel. Für Schobisberger. Windbichler macht mal hinten auf Abwehrchef. Und Grünwald versucht etwas brachialer. Was für ein Patzer von Jan Novotná und Larry Coyote. 1:1. Ganz bitterer Schnitzer.
des Slowaken hier in diesem Derby. 2. Treffer in dieser Saison für Larry Caioli. Da geht ein Schloss nach gegen Tibor. Dann ist aber auch Jan Novota schon so weit heraus und mit seinen 1,99 verpasst er diesen knapp nicht um Zentimeter, sondern um Meter. Also da kommt er hinten und vorne nicht heran und hat dort nichts verloren. Larry Caioli erledigt den Rest blitzsauber. Der drittbeste Torschütze der vergangenen Saison hat jetzt auch schon wieder zweimal angeschrieben und gleicht dieses Derby hier aus. Alles offen hier. Halbe Stunde noch mit allem Drum und Dran zu absolvieren. 1-1. Feine Ausgangssituation für eine hoffentlich spannende, dramatische letzte halbe Stunde in diesem Derby. Ja, das hat die Austria schon mehrfach in dieser Saison gezeigt, dass man imstande ist, zurückzuschlagen. Gegen St. Pölten Last-Minute-Treffer. Gegen Mattersburg die Partie gedreht. Gegen Trnava dann noch auswärts den Ausgleich gemacht. Sich der Friesenbichler in die Verlängerung ins Elferschießen gerät. Der Pavelic. Gerade hat diese Partie einen ausgeglichenen Spielstand wieder gehabt. Alles sauber, aber da waren gleich zwei Mann blitzgefährlich da mit vorne. So, wir schauen wir noch genau hin. Kein Abseits, alles sauber. Und da kommt Schaub von hinten. Alles korrekt hier. Auf ihn haben sie ein bisschen vergessen, ein bisschen zu schlampig. Marcinko hätte dran sein müssen, reagiert zu spät. Und da kommt Luis Schaub schon aus vollem Lauf. Und dann ist das nicht mehr zu verteidigen. Der schnelle Gegenschlag von Rapid. Schrammel, der hier die Vorlage zum neuerlichen Führungstreffer geliefert hat. Schobisberger wird hier auch in die Zange genommen. Das kann er natürlich big fein, dafür gibt es Geld. Für den Ball gut, enorm Antrittsschnell. Gelb gegen Lassen.
Platz ist Gregor Larsen. Ja, da gibt es dann nur noch voll der Rempler gegen den Gegenspieler. Deutlich mit Vorteil die Austria im Punkt der Ballbesitz, aber das hat nur statistischen Wert. Wir werden vielleicht noch ein paar Aufschlüsse hinterher bei der klubinternen Nachbesprechung. Der Schrammel. Auch der Ball ist gut! Und Schobesberger, das ist natürlich nicht ganz seine Stärke, das Kopfballspiel. Aber den kann man dann schon einmal machen. Da steht er ganz alleine, keiner konzentriert sich auf Serbest. Schobesberger verirrt ihn in den Raum nach vor und wieder das gute Zuspiel, die Flanke von Thomas Schrammel. Schobesberger. Ja, jetzt scheint die Außer fast ein bisschen zu zerfallen. Das ist Louis Schaub. Rapid reklamiert hier ein Handspiel. Im Moment hat man fast das Gefühl, als könnte hier Rapid eine Vorentscheidung erzwingen, sprich einen dritten Treffer machen. Sagen. Ein bisschen was kommt halt beim Punktekonto der Rapidler dazu, aber auch der Kassier wird ein bisschen was nachlegen müssen. Da war die Hand eindeutig dran, ich glaube Zerbest war es, und die war unnatürlich weggestreckt. Auch wenn hier scharf geschossen aus kurzer Distanz, er dreht sich ein bisschen weg, aber hat die Hände da deutlich draußen. Schobesberger für Schrammel. Ich würde fast meinen, dass die Reklamationen von Schaub in puncto Handspiel da gar nicht unberechtigt waren. Hauser schmeißt sich da in Rugby-Manier irgendwie auf den Ball, versucht es halt nur ohne Hände. Ja, im Augenblick die Austria angenockt. Schobesberger wird den Freistoß reinzirkeln. Palmer ist da. Und Schrammel mit einem cleveren, schnellen Foul.
da einfach nur auf Coyote aufgepasst. Kann man vorstellen, dass bei der Wiener Austria bald was zu tun sein wird. Offensiv ein Tajuri sitzt da noch draußen, aber im Augenblick ist es eher die Defensive, die da Sorgen bereitet. Ja, aber ganz ehrlich, offensiv ist das auch eher weniger geworden in Hälfte 2. Der Ausgleichstreffer, der zwischenzeitliche, war ja nicht wirklich schön gespielt. Das war ein Rapid-Geschenk von Keeper Nowota. Geschlossen hier Schösswender und dann Friesenbichler. Daraufhin gilt es bei dem Team von Mike Buskens immer noch höllisch aufzupassen. Dann sieht man ihn ewig nicht. Dann ist ein Kevin Friesenbichler plötzlich doch zur Stelle. Büskens ganz vorne, Spielfeldrand, erbost über irgendwas. So, und bei der Austria unten steht da schon gebückt Ismail Tajuri. Schwab, Schrammel mit. Das muss den weiten Weg nach hinten machen. Ja, und das ist fast schon ein bisschen müde wirkend bei der Wiener Austria. Schaub. Zur 1-Führung zu Beginn der Rapid-Viertelstunde Wiener Derby beim vermeintlichen Auswärtsspiel der Grün-Weißen hier im Habe-Stadion. Friesenbichler geht hinaus. Heute wird es also nichts mehr mit einem Joker-Tor im Derby wie beim letzten Erfolg, beim einzigen Erfolg der Wiener Austria im Derby letzte Saison. Damals war Friesenbichler in der 86. gekommen, in der 89. hat er getroffen. Heute hat er von Beginn an gedurft, aber nicht getroffen. Tajuri. Auch da ist er wieder spät dran. Heute ist er nicht gut, der Kroate. Nicht ganz die Präsenz, auch da wieder zu spät. Und dann muss er sich wieder mit einem Foul behelfen. Und jetzt zieht er auch gelb dafür. Holzhausen.
einzige Trainerduell dabei, haben wir Ihnen schon gesagt. Vor 14 Jahren einst an Thorsten Fink gegangen. Und das schaut im Augenblick auch gut aus für Mike Büskens, die Geschichte auszugleichen. Hopp, hopp. Stefan Schwab. Aber das Problem ist derzeit oder schon in den letzten 10 Minuten, seit aus einem Rückstand geraten ist, dass man nicht wirklich imstande ist, den Ball ordentlich nach vorne zu bringen, jetzt wo so viel an für sich kreative Qualität bei Violett auf dem Platz wäre, mit Tachure, mit Venuto, mit Coyote, mit Grünwald. Rapid war auch nicht wirklich zu. Zur Not nimmt man auch mal für das taktisches Foul mit in Kauf. Tor gegen Grünwald. Also das Büskens, der überhaupt nicht einverstanden ist mit dieser Entscheidung. Diskussionen mit dem vierten Unparteiischen bringen da auch nichts, aber das Gemüt benötigt den kurzen Disput. Schöllinter. Und dann hat er auch noch dieses Auge. Spielt wirklich erstaunlich reif für einen 19-Jährigen. Die Leihgabe aus Hoffenheim. Jetzt schon bei so einem Bereich, wenn der Ball weit kommt auf Venuto, der dann auch noch die Zeit hat, um sich in einem 1:1 einen Gegenspieler vorzunehmen, da versteht es die Austria dennoch nicht, noch einen weiteren Spieler in den Strafraum zu bekommen. Und vielleicht ist es eben doch auch die mentale Frische, die nach den langen 120 Minuten etwas angeschlagen ist, und summa summarum würde ich meinen, dass das Programm zu Saisonbeginn für die Austrianer schon deutlich anspruchsvoller war. Eine Runde mehr im Europacup, dann hatte man gegen Turnava auswärts ganz hart zu kämpfen. 90 Minuten gedrückt, um noch in die Verlängerung zu kommen, Nervenschlag im Elferschießen, demgegenüber Rapid eigentlich gegen einen schwachen Gegner frühzeitig in Führung gegangen, hat zwar dann noch ordentlich nach vorne gespielt, aber es war bestimmt von der Gesamtbelastung deutlich weniger. Und wenn, dann sind es genau natürlich die Minuten gegen Ende hin, die dann richtig wehtun. 8 Minuten plus Nachspielzeit. Louis Schaub. Aktuell wäre es der Siegtorschütze hier im Derby beim Eckball.
Der Blick auf die Tabelle, wenn es so bliebe, wäre Altach sensationsführender nach drei Runden. Rapid könnte sich auf Rang 2 verbessern. Dritter wäre dann Sturm und die Austria von Rang 1 auf Rang 4 zurück mit dieser Niederlage, mit dann 6 Punkten für Rapid, für Sturm und für die Austria. 3 mehr nur für die Vorarlberger, die noch gar nichts abgegeben haben. Giganten. Benuto gegen Schaub. Da folgt sein, nichts Schlimmes passiert, dass deine Emotionen ein bisschen hochgehen. Minuten noch plus Nachspielzeit. Eine Nachspielzeit, die durchaus schon einiges gebracht hat. Oder ich sag's mal so, das Finish, ein Treffer, eben der von Friesenwickler unter der Woche. Europacup, 88. Minute. Getroffen gegen Mattersburg in der 90. Minute und in der 96. Tajuri gegen St. Pölten. Und hier so, wieder nur zwei vorne im Augenblick. Tajuri kommt von hinten. Venuto muss da mal selber gehen gegen Schösswenter. Da sagt der Ball gespielt und das war mit der Hand oben. Ob jedes unnötigen Ballverlust. Schaub beißt sich da jetzt an Benuto fest, findet Spaß daran im Finish. Schwellington, Schobesberger, fein mitgenommen, nochmal abgelegt und das ist die Entscheidung. Dieser Treffer zählt und es ist Grauwatz. Zoran Grauwatz mit seinem ersten Saisontreffer, seinem ersten Derby-Treffer und er hier wohl mit der endgültigen Entscheidung. 87. Minute. Hinten hat schon mal Schaub fein gearbeitet. Dann Schwab, dann Schwellington, da spielen sie sauber fertig. Auch hier kein Abseits. Schobesberger macht das Blitz sauber, hat allein Platz und das Auge vor allem für ihn hier. Hinterm Ball Zoran Grauwatz. Mit seinem bislang wichtigsten Tor für Rapid. Der junge Bosnier mit einer blitzsauberen oder mit einer perfekten Derby-Bilanz. Zweimal hat er gespielt, zweimal gewonnen. Das hier ist sein dritter Einsatz. Diesmal steuert er auch noch einen Treffer bei. Und jetzt noch wohl die Devise von Mike Büskens da an Louis Schaub, der sich ja, schon ein bisschen auf 150 gebracht hat, hier keinen Blödsinn mehr anzurichten. Die Geschichte sollte für Grün-Weiß erledigt sein. Ja.
Doppelschlag jetzt. Kaum vorstellbar. Dafür ist der Austria auch zu wenig geglückt in dieser zweiten Halbzeit. Ausgleichstreffer zwischenzeitlich war mehr als nur glücklich und dann hat Rapid ganz schnell zurückgeschlagen und das war's dann. Damit war mehr und mehr auch der Widerstand gebrochen und man hat jetzt im Finish dann auch das Gefühl gehabt, dass die Kräfte hier nicht reichen können, um gegen Rapid heute nochmal die Partie zu drehen. Der Jury. Nein. Schobisberger noch einmal. Mocinic muss aufpassen, muss höllisch aufpassen. Hier geht da wieder so ein Foul, das ganz knapp dran ist an einer Gelben. Und da verstehe ich den Ärger von Coyote. Der Kroate heute durchaus auch mit glücklichen Szenen, mit ein bisschen Gnade, was Schiedsrichter Oliver Trachter angeht. Holzhauser. Jury kommt da auch nicht durch. 90 Minuten sind jetzt um. 3 Minuten kommen noch dazu. Die Bilanz hier im Ernst-Happel-Stadion 25:19 an Siegen für die Wiener Austria. Heute kommt der 20. Erfolg für Rapid dazu. Ein bisschen Statistik. Die spielerischen Fakten, die sind dann schon etwas härter. Da hat man gesehen, dass die Austria eben mit den großen Belastungen ihr Tribut zählen muss zu Beginn. Da haben wir jetzt schon gesehen, dass sich Maximilian Entrop auch für einen Last-Second-Einsatz bald schon parat macht. Leidige Geschichte mit Transparent und Mail von den Fans, hinlänglich bekannt. Aber das ist natürlich jetzt auch aus Clubsicht ein guter Zeitpunkt, um den jungen Mann einzuwechseln. Jetzt bei einer 3-1-Führung im Derby, zu einem Zeitpunkt, zu dem die Rapid-Fans positiv, fröhlich gestimmt sein sollten. Schobesberger und Jellington läuft da mit und macht hier das 4:1 und auch das passt. Jellington. Richtig satt und deutlich jetzt geworden, dieser Erfolg der Hütteldorfer im Finish. Die Austria hat dann nichts mehr zuzusetzen, ein bisschen versucht nach vorne zu spielen. Der Torschütze darf jetzt noch hinausgehen. Schwellendorn macht Platz. Zweiter Treffer für den Brasilianer in der Liga. Im Cup hat er getroffen gegen Chelsea, gegen Kazan.
Den kann man wirklich gut brauchen. Was noch fehlt, ist ein internationaler Treffer. Aber der wird wohl auch nicht lange auf sich warten lassen. Schobesberger macht das wieder sehr uneigennützig. Und nicht nur das, sondern auch perfekt getimt. Gutes Auge, perfekt serviert die Bälle. So werden die Angelegenheit wirklich nur zu einfachen Abstaubern. So, jetzt geht Schwellington hinaus. Und es kommt Maximilian Entrup. So, ein paar Pfiffe, die kommen vom Rapid-Sektor da oben. Ja, fallen nicht zu knapp aus. Es werden wohl auch ein paar Austria-Pfiffe mit dabei sein gegen die eigene Mannschaft. Ja, und die anderen, die machen sich schon frustriert aus dem Staub. Das ist dann im Finish doch deutlicher geworden, als das irgendjemand erwartet hat. Schlusspfiff. Endstand aus der Rapid 1:4. 4:1 für Rapid. Deutliche Angelegenheit. In der zweiten Halbzeit ist es üppig geworden. Trösterson, dann Kajudi mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach 63 Minuten. Kurz darauf hat Schaub zurückgeschlagen und dann im Finish noch Serbest und Schwellington zum glatten 4:1 Erfolg. Keiner redet mehr von seinem Patzer. Er ist heute natürlich besonders dankbar, dass das im Finish noch so klappt. Schobesberger legt noch 2 Tore auf. Ganz fein gemacht. Ideal. Also 5 satte Tore im Derby. Hat wieder gut funktioniert für die Grün-Weißen. Auch das erste Saisonduell bringt einen Erfolg für Hütteldorfer und damit der Sprung auf Platz 2 in der Tabelle für die Wiener Austria geht hinunter auf Position 4. Also jetzt ist einmal Trösten angesagt bei den Verlierern, ein bisschen feiern bei den Siegern. Es war schlussendlich wieder was los hier im Happelstadion vor 15.000 Besuchern und ein bisschen was, 4:1 für Rapid. Ja, Hut ab vor Raphael Holzhauser, der sich hier gleich den Fragen nach dieser doch 1:4 klaren Packung stellt. Warum waren denn die Idee dieser Spielansetzung und die Umsetzung heute so überhaupt nicht im Einklang, zumindest dann nach einer Stunde? Ja, ich denke, dass wir zweite Halbzeit dann gut ins Spiel reingefunden haben, auch den Ausgleich dann gemacht. Aber dann darfst du nicht 3 Minuten später gleich wieder 2:1 in Rückstand gehen. Ja, und im Endeffekt ist das 4:1 dann, glaube ich, auch zu hoch. Sie haben am Schluss dann gut kontert und ja, ist natürlich ärgerlich für uns. Das Umschaltspiel hat gut funktioniert, die Präzision im letzten Drittel hat oft gefehlt. Gibt es da eine Erklärung, war das dem Gegner geschuldet? Ja, ich glaube, am Schluss hat man uns gemerkt, dass wir schon jetzt ans 8 Spiele in die Beine gehabt haben, hat uns die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Aber jetzt haben wir mal 2-3 Tage zu durchschnaufen und nächste Woche gegen Sturm schaut es dann wieder anders aus. Ja, 4:1, also eine ganz klare Angelegenheit in diesem Wiener Derby für die Rapidler. Muss man Helge unterm Strich sagen, den Austrianern ist im Finish einfach die Luft ausgegangen? Ja, man hat es schon gesehen, schon in der ersten Halbzeit hat man vor allem von der Körpersprache von einigen Spielern gesehen, dass sie heute nicht bereit sind, nicht so hundertprozentig am Platz stehen und es hat sich ausgewirkt und Rapid hat es sehr intelligent gemacht, hat ganz gefällig kombiniert. Sie haben jetzt auch nicht ihr bestes Spiel gemacht heute, aber es hat gereicht für die Austria. Ja, die Rapidler sind ja schon in der ersten Hälfte durch Trösterson in Führung gegangen und dann ist es in der zweiten Hälfte Kajode gelungen mit dem Ausgleich. Ein etwas kurioser Ausgleich, der Helge hat auf der Tribüne gemeint, unhaltbar, aber so lustig ist es dann gar nicht, weil das darf einfach nicht passieren. Ja, er ist halt, also das darf natürlich nicht passieren, aber solche Blackouts gibt es im Fußball und ich glaube, er ist der glücklichste Mensch heute, dass ihm die Mannschaft nicht in den Stich lassen hat, weil so ein Fehler passiert immer wieder mal und ich hoffe für ihn, dass es der einzige in der Saison ist, aber sowas kann heute einmal passieren. Ich möchte ihn hier nicht verdammen, weil ich genau weiß, wie das ist, wenn man heute einmal ein bisschen schlecht steht, dann versucht man das zu korrigieren und dann passiert sowas. Also natürlich klarer Tormann-Fehler. Ich möchte dieses spaßhalber
Uno Alpa natürlich korrigiert. Und das macht aber auch einen Klassestürmer aus wie Lerik Kajode, dass der dann wirklich auch spekuliert, dass da vielleicht noch was machbar ist in dieser Situation. Ja, das ist eine Szene wie für ihn gebaut. Er weiß ganz genau, es kann immer ein Fehler passieren und er ist ein Spieler, der auch immer nachgeht und genau sowas kann man dann erben. Die Australier konnten sich aber nur ganze 3 Minuten über diesen Ausgleich freuen, denn dann hat Rapid schon wieder zurückgeschlagen mit der 2:1-Führung. Luis Schaub war es. Ein schwerer Fehler von der Austria-Verteidigung, vor allem von Marcinko. Ja, ein Fehler natürlich, aber ich möchte hier Schrammel hervorheben, diese Bälle, die kann er, für die ist er, das sind genau seine Bälle, die er perfekt spielen kann und das ist das Schwierigste für die Abwehr zu verteidigen, weil sie genau hinter die Abwehr gespielt werden, sehr schwer ins Abseits zu stellen sind und deswegen super gemacht von Schrammel. Wir schauen uns eine Szene an, wo wir sehen, warum die Austria eigentlich nicht so wirklich ins Spiel nach vorne gefunden hat, weil die Rapidler eigentlich immer wieder die Konter unterbunden haben. Ja, und das in Person von Mocinic, der natürlich offensiv kein gutes Spiel gemacht hat, aber in der Defensive extrem wertvoll war. Sehr intelligent, sehr hoher Fokus. Er schaut immer genau, wo ist der Ball, stellt sich immer zwischen Ball und Gegenspieler. Hier macht er ein taktisches Foul, hier wäre die Austria in Überzahl gewesen, sehr intelligentes Foul, hat er sich für die Mannschaft eingesetzt und hier sieht man, wie er schaut, wie er versucht, schon vorzuahnen, was passiert. Da springt er darüber und sieht sofort, da kommt er vor ihm an den Ball und auch für unsere Zuschauer zu sehen, wenn wir vorher diskutiert haben, was ist er für ein Spieler. Genau so ein Spieler ist er, der extrem wichtig sein kann für die Mannschaft. Wenn er noch besser in die Mannschaft findet, wird der einer der besten Spieler in der Bundesliga werden. Er hat schon früh die gelbe Karte bekommen, ist dann so ein bisschen gewandelt an der Schwelle zu Gelb-Rot. Hart, sehr hart, manchmal vielleicht zu hart heute? Nein, es war für mich an der Grenze und Thomas König hat im Spiel gesagt, dass er kein gutes Spiel gemacht hat. Da hat er hundertprozentig recht, aber er hat einige Dinge gemacht, die sehr wertvoll für eine Mannschaft sind, die nicht unbedingt auffallen, aber bin gespannt, ob er seinen Stempel der Bundesliga so aufdrücken kann bei Rapid, so wie ich es glaube. Ja, und dann nach diesem Führungstreffer von Rapid ist die Austria hinten ein bisschen auseinandergebrochen. Dann ist es Schlag auf Schlag gegangen. Im Finish noch 2 weitere Tore für Grün-Weiß. Die 3:1-Führung durch Grahovac. Ja, da war die violette Verteidigung dann auch schon ein bisschen in Auflösung begriffen. Da waren sie in Auflösung, aber trotzdem hat mir, ja, die letzten Prozent haben mir hier gefehlt. Ich habe keine Rückwärtsbewegung mehr gesehen. Es war eine hohe Überzahl von Rapid, was auch normal ist in so einer Situation. Aber trotzdem will ich, wenn ich ein Austria-Spieler bin, das war ich nie und werde ich auch nie mehr sein und werde ich Gott sei Dank nie sein. Okay. Aber da muss ich einfach mehr machen. Ja, man hat zwar gesehen, dass sie müde sind, aber so geht das nicht. Ja, und dann das 4:1 noch als Draufgabe im Finish. Joel Linton hat es gemacht. Ja, da sieht man schon, wie sich die Austrianer auch hier sieht man, mühen. Die Rückwärtsbewegung ist eine Katastrophe. Aber Rapid hat es ausgenutzt, hat auch was fürs Torverhältnis gemacht und hat ja, in den letzten 5 Spielen 3-mal mit 3 Toren Unterschied gegen Austria gewonnen. Das ist schon mal was, was ich lange nicht mehr gesehen habe. Ja, er hat blitzartig getroffen, als die Austria kurz wieder aufkam mit dem Ausgleich. 2 Minuten danach ein ganz wichtiger moralischer Treffer. Wie würden Sie denn die Gesamtleistung der Mannschaft heute nach einem klaren 4:1-Sieg einordnen? Ja, ich denke, wir haben zeitweise sehr gut Fußball gespielt, sind oft über die Flügel gekommen und haben flanken können, haben uns auch Möglichkeiten herausspielen können. Ja, das 1:1 war sehr bitter, aber wir haben dann gleich kontern können und ich glaube, mit dem 3:1 war dann das Spiel vorbei. Man hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft dann doch mehr Qualität hatte und von Mal zu Mal, je länger das Spiel gedauert hat, den Gegner auch mehr bearbeitet hat. Hat man das auch innerhalb der Mannschaft gespürt, dass da, je länger das Spiel dauert, da der Gegner auch wegbröckelt vielleicht? Ja klar, wir haben schon in der ersten Halbzeit gesehen, dass wir besser waren wie sie und dass wir mehr Kraft haben wie sie. Und das haben wir dann auch in der zweiten Halbzeit weiter ausgespielt, haben sie zeitweise sehr gut laufen lassen. Dadurch sind sie noch müder geworden und ja, dann haben wir verdient gewonnen. Inwieweit haben sich denn auch Strategie und Umsetzung gedeckt am heutigen Tag? Von der allgemeinen Herangehensweise, dass es dann so klar ausgeht, ist dann eine andere Geschichte. Ja klar, aber ich denke, unsere Spielweise ist immer sehr offensiv ausgerichtet. Wir wollen das Spiel immer kontrollieren, wir wollen das Spiel gestalten und das haben wir halt ganz gut gemacht. Also für Luis Schaub geht dieser Sieg in Ordnung. Helge, für dich auch, vor allem in dieser Höhe, was das 4:1 jetzt betrifft? Ganz klar, auch in dieser Höhe, weil ich zu wenig von der Austria gesehen habe und Rapid hat genau gewusst, in welcher Situation sie nachsetzen müssen. Und ich möchte Luis Schaub auch hervorheben. Er hat ein sensationelles Spiel gemacht, hat entscheidende Pässe gehabt und hat, wenn er den Ball gehabt hat,
oft die Ruhe am Ball gehabt, das Tempo rausgenommen und in den entscheidenden Phasen super Bälle gespielt. Also war für mich einer der Besten am Platz heute. Thorsten Fink hat dort noch alles versucht, von der Bank aus einzugreifen, hat dann auch noch Alexander Grünwald gebracht, das hat aber auch alles nichts mehr genutzt. Würdest du sagen, dieses Experiment mit Kevin Friesenbichl auf der 10 ist gescheitert oder ist vielleicht ausbaufähig? Für mich nicht gescheitert, weil ich die Mannschaft heute so nicht beurteilen kann, weil für mich einfach die Grundprinzipien im Fußball heute komplett gefehlt haben. Und das war vor allem die Einstellung. Wenn du keine Einstellung oder eine Überwindung in ein Derby reinlegen kannst, dann kannst du sowas nicht gewinnen. Da würde ich nicht das Experiment als gescheitert ansehen, sondern eher die Einstellung. Da hat die Austria natürlich ordentlich zu knappern an einer 1:4 Niederlage, die sich eine Stunde lang zumindest nicht so angefühlt hat, als könnte das oder müsste das heute so passieren. Woran würden Sie es denn festmachen? Wie gesagt, die erste Stunde, glaube ich, denke ich, war ein ausgeglichenes Match. Wir haben es größtenteils kontrolliert, glaube mit mehr Ballbesitz. Wir sind nicht ganz zwingend geworden im gegnerischen 16er. Und ja, umso länger das Spiel gedauert hat, und mit 2:1 haben wir mehr aufmachen müssen, ganz logisch. Und ja, das 4:1, das trübt ein bisschen, weil ganz eindeutig war es dann doch nicht. War dann nach dem Ausgleich vielleicht doch etwas zu viel Euphorie in der Mannschaft, wenn man so knapp darauf dann den nächsten Rückstand einstecken muss? Ja, wenn ein Tor fällt, sind die nächsten Minuten immer sehr gefährlich, dass man nicht ganz fokussiert ist, nicht hundertprozentig. Ich glaube, das kann auch der Fall gewesen sein, weiß ich nicht. Müssen wir uns ja anschauen, aber das 4:1 ausgeteilt. Also, Rapid gewinnt das große Wiener Derby heute mit 4:1 gegen die Wiener Austria. Zum Abschluss machen wir einen Blick auf die Tabelle und sehen, das Altach-Tabellenführer bleibt, die Vorarlberger also zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Bundesliga an erster Stelle. Rapid hat sich auf Rang 2 vorgeschoben, dahinter Sturm, und die Austria ist auf den 4. Platz zurückgefallen. Am Tabellenende Mattersburg nach 3 Runden noch ohne Punkt. Ja, das war's hier aus dem Wiener Ernst-Happel-Stadion. Ich bedanke mich bei dir, Helge. Hat wieder mal Spaß gemacht. Sehr gerne, danke. Wie geht's weiter bei uns? Jetzt natürlich Olympia Live mit Rainer Pariasek und unser nächstes Fußball-Live-Spiel. Das gibt's am kommenden Dienstag, nämlich den UEFA Supercup zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla. Das Ganze ab 20:30 Uhr live in UF1. Wir beide verabschieden uns hier aus dem Happel-Stadion.